Die Slave One war ein Patrouillen- und Angriffsschiff und das persönliche Raumschiff des Kopfgeldjägers Jango Fett. Nach seinem Tod übernahm sein Klon Boba Fett das Schiff, das als eines der gefährlichsten der Galaxis galt. Jango verstärkte die Schutzschilde des Patrouillenschiffs und fügte ein vielfältiges schweres Arsenal versteckter Waffen hinzu. Unter den stärksten war ein angepasster Flottenminenleger für seismische Ladungen am Heck, wie wir es halt an diesem Beispiel erkennen. Die einzigen originalen sichtbaren Waffen waren die Zwillingsblaster, doch sie besaßen verbessertes Zielvermögen und variable Leistung. Der Hyperantrieb wurde auf militärische Spezifikation verbessert. Boba fügte eine gestohlene geheime militärische Sensorstör- und Maskenausrüstung hinzu. Die beiden Schnellfeuerlaserkanonen unter dem Cockpit ersetzte er durch eine leistungsstarke Ionenkanone, zwei Erschütterungsraketenwerfer und einen Peilsenderwerfer. Bei den beiden unteren Projektilwerfern, die nun Proton-Torpedos statt modifizierte Erschütterungsraketen fassten, saß ein Traktorstrahlprojektor. Auch die Zwillingsautoblaster konnten deaktivierende Schüsse abgeben. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Review-Video. Diesmal behandeln wir die Slave One, Boba Fetts Starship, Set Nummer 75312 mit einer UVP von 50 Euro und 593 Teilen. Erschienen im Jahr 2021. Ja, Minifiguren haben wir hier zwei Stück. Wir haben einmal Boba Fett und einmal den Mandalorian. Beide kommen mit Armprints daher. Negativpunkt beim Boba Fett ist einmal die große Farbabweichung des Helmes zum Torso. Der Torso hat, beziehungsweise generell Boba Fetts Rüstung ist ja eigentlich eher so dunkelgrün.
Hier haben sie aber schon dunkelgrünen Torso gemacht, allerdings aber auch nur einen sandgrünfarbenen oder sandgrünfarbenen Helm draufgepackt. Passt halt dann optisch, also passt halt dann generell einfach nicht zusammen dann. Das ist ein großer Negativpunkt und auch von der Community, sagen wir mal, kritisiert worden. Der andere Punkt, der mich aber auch noch ein bisschen stört, ist halt seine Waffe, weil die ist nicht wirklich filmgetreu dem, was er eigentlich für eine Waffe hat. Hätte man vielleicht einfach eine bereits schon so fertig geprintete Waffe ihm geben können. Oder halt vielleicht eine andere Variante, aber diese, wie er halt sie trägt, ist halt nicht wirklich passend, finde ich. Allerdings bei Mandalorian finde ich der Bau der Waffe zusammen schon gut gelungen. Das ist halt einmal aus so einem normalen Blaster, also einem normalen Star Wars Blaster, mit einem schwarzen Lichtschwertgriff vorne drauf und halt so einer Zange vorne. Das passt soweit, mit dem Mandalorian bin ich auch voll zufrieden. Boba Fett, wie gesagt, eben der Helm. Das, auch wenn es optisch gut aussieht, der Helm, aber die Farbe passt halt, ist halt einfach viel zu hell. Das ist so. Wir haben Sticker auf dem Set hier drauf, wobei ich finde, auch ohne Sticker lässt es sich wunderbar ansehen. Da habe ich mir dann auch selber gedacht, ich lasse dann die Sticker raus. Bis auf eine Sache, da könnte man den Sticker noch draufkleben. Aber jetzt erstmal haben wir 8 Sticker in der Anzahl. Und der einzige Sticker, der vielleicht Sinn machen würde, ist halt auf dem Carbonit-Block. Weil dort haben wir dann so eine gamorianische Wache dann drauf, welche in Carbonit eingefroren ist. Oh, das hier ist sogar. Welche in Carbonit schon eingefroren ist, da würde es schon Sinn machen, dann auf den Carbonit-Block den Sticker drauf zu kleben. Aber bei den anderen Sachen finde ich es jetzt eher nicht so relevant. Also bei den anderen Teilen. Also ich finde, der sieht auch ohne den Sticker, sieht er vollkommen wunderbar aus. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz auf der Rückseite der Schachtel, was wir hier eigentlich da für Spielfunktionen überhaupt haben. Und zwar, wir haben, also erstmal, die Rückseite finde ich echt optisch echt hübsch. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Wir haben einmal, können wir hier das Cockpit natürlich öffnen, damit Boba Fett halt reinsitzen kann und natürlich die Slave One steuern kann. Dann haben wir hier noch eine coole Spielfunktion, auf die ich dann noch gleich eingehen werde. Hier haben wir eine weitere coole Funktion, und zwar sobald die Slave One abhebt und dann in die vertikale Position fliegt, wächst, also drehen sich auch diese seitlichen Flügel hier dann mit, wächst der Schwerkraft halt. Schwerkraftverlagerung, wie auch immer. Physik war ich eh schlecht. Deswegen, genau, das haben wir einmal, das ist auf jeden Fall echt cool. Und dann haben wir noch eine weitere coole Funktion. Und zwar, sieht man das alles? Ja, gut. Und zwar können wir, hat es wie bei der vorherigen Slave One, hat es auch wieder so einen Hebel. Super sinnvoll. Also nichts ironisch oder sarkastisch gemeint. Wirklich sinnvoll, denn wenn man, das ist halt wie so ein Bügel, sagen wir mal, Bügel. Oder Haken. Nimm mal Haken. Wie ein Haken zieht man das raus. Werde ich gleich zeigen. Oder komm, zeig mal jetzt gleich. Wie ein Haken hier nimmt man das hier raus. Zack. Und dann kann man hier seinen Finger hier reinnehmen. Und dann kann man hier die Slave One vertikal fliegen lassen. Macht wirklich voll viel Spaß. Slave One einfach mal zu. Oh. Jetzt habe ich da ein paar Dings. die Düsen rausgeschlagen. So. Macht wirklich sehr viel Spaß, die Slave One einfach mal zu nehmen, zack, und dann halt mal ein bisschen hier im Raum rumzufliegen. Das hält halt wunderbar und so wie vorne das hier schon allein in der Optik dann anschaut, ist doch einfach wunderbar. Da kann man einfach sich selbst im Spiegel betrachten, oder halt nicht sich selbst im Spiegel betrachten, sondern halt die Slave One betrachten, wie sie halt hier so rumfliegt. Ja, es macht einfach Laune, finde ich. Macht einfach Spaß. Ja. Also das ist, finde ich, die beste Spielfunktion an dem ganzen Set. Ja. Und wie gesagt, wie man auch schon vielleicht gesehen hat, wenn ich es jetzt hier waagrecht liegen lasse, sind die seitlichen Flügel hier in der waagrechten Position, in der horizontalen Position. Und wenn ich es jetzt hier wieder anhebe, dann sehen wir, wow, wie das sich, wie die Flügel sich dann mitdrehen. Klappt meistens. Meistens. Jetzt gerade klappt es irgendwie nicht. Auf jeden Fall
haben wir hier dann noch auch Stud-Shooter. Relativ unnötig. Da habe ich auch die roten Stats auch entfernt, weil die stechen halt zu stark hervor und das passt ja auch nicht dann. Ist dann auch nicht detailgetreu, der, wie das Slave One halt aussieht. Alter, das bricht schon wieder gerade irgendwas ab. So. Ist halt nicht so detailgetreu, wie die Slave One auch von vorne dann aussieht. Deswegen habe ich die auch da rausgenommen. Dann kommen wir zu diesem Wagen hier. Der wirkt zwar am Anfang ziemlich nutzlos, aber der hat schon eine coole Spielfunktion. Also zum einen, Nebensache ist es eher, kann er halt hier den Carbonitblock, wenn man den hier reintut, dann transportieren zu Slap One rüber. Und dann kann er halt, natürlich Boba Fett kann dann seinen Gefangenen, Verbrecher und was ich was, oder halt gesuchte Personen kann er halt hier dann rein, zack, und dann halt transportieren. Schön und gut, kann er dann halt sein Geld einsacken als Kopfgeld hier. Aber die beste Spielfunktion von diesem kleinen Wagen ist halt, dass er halt, wie man sehen kann, als Stütze fungiert. Oder halt als quasi als Ständer fungiert. Und zwar nimmt man halt einfach die Slave One hier, tut sie hier an dem vorderen Bereich an der Kante hier einrasten, oder halt, ja, einrasten, sagen wir mal. Und dann hier mit der Leiter wird, ja, stützt sich beides halt gegenseitig ab und das Ganze wird dann halt hier mit dieser Sand Green Plate möglich gemacht. Ist auch wunderbar, hält super, auch da hinten knall ich öfters mal dagegen mit dem Stuhl und das ist kein einziges Mal runtergefallen und es wackelt ja auch schon ziemlich. Kein einziges Mal ist es runtergefallen, deswegen hält es wirklich, kann ich nur sagen, das hält super. Das sieht halt einfach auch schön aus, wenn man das sich irgendwo hinstellt, zum Displayen oder halt einfach mal zum Tisch. Einfach mal mitten im Tisch, im Wohnzimmertisch oder weiß ich was, hinstellt. Oder sagen wir mal auf dem Arbeitstisch hinstellt. Und dann kommt irgendjemand rein, sagt halt, ja, hey, cool, was ist das für ein Schiff? Bist du noch ein Kind oder warum baust du das? Oder warum hast du das? Oder keine Ahnung, aber dann kommt man halt zum Gespräch. Und es sieht halt einfach toll aus. Wie gesagt, hier hinten lässt er dann ja immer seine seismischen Bomben raus mit dem richtig wunderschönen Knall. Super anzuhören. Und ja, genau. Aber man sieht halt auch schon dafür, dass es halt natürlich kleiner gemacht worden ist. Passt halt die Figur nicht wirklich hier rein. Deswegen, aber ich finde es nicht nötig. Also ich finde super, dass Lego hier nochmal die Slave One rausgebracht hat. In einer kleineren Variante, in einer handlicheren Variante, in einer Variante, die man bezahlen kann. Und man hat halt eben noch zwei Figuren hier. Man hat nochmal Boba Fett dabei und sogar noch Mandalorian. Oder den Mandalorian. Und ja, also mit dem Set war ich vollkommen zufrieden. Auf eBay Kleinanzeigen könnt ihr das vollständige Set schon für 30 Euro sogar besorgen. Wenn ihr die Figur nicht braucht, dann sogar für 25 oder sogar 20 Euro. Ist da auf jeden Fall mit drin. Ansonsten vollständig für 30 bis 35 Euro. Auf Amazon auch für, glaube ich, aktuell 25 Euro bis, sagen wir mal einfach mal 40. Also 35 Euro. Kriegt ihr das Set. Auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr noch keine Slave One habt. Wenn ihr bereits eine Slave One habt, ja, dann braucht ihr das wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich, weil die größere Slave One, wenn ihr die habt, dann habt ihr ja schon noch mehr Detail und das habt ihr die ja nicht ohne Grund. Aber für diejenigen, zum Beispiel wie mich, die so eine Slave One noch nie hatten, aber jetzt auch nicht unbedingt einen dreistelligen Betrag gebraucht, für eine gebrauchte bezahlen wollen und dann halt noch so riesig, die halt noch keinen Platz haben, wie ich, haben, ist diese Version also wirklich perfekt, super, ja, deswegen, für mich gibt es eine klare Empfehlung dafür, eine klare Kaufempfehlung dafür, und ja, wie gesagt, auch ohne Sticker kann man, sieht es wunderbar aus, also, kann man sich gönnen. Das war's dann auch schon mit dem Review, mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht groß.
schnell behandelt, denke ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Like, gebt dem Video gerne Like oder abonniert auch einfach dann den Kanal, wenn euch es ebenso gefallen hat und wenn ihr schon dabei seid. Schaut auch gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei. Letztens habe ich den Republic Fighter Tank gezeigt, gereviewt. Oder auch den Snowshower Battle Pack, sowie als auch das Republic Gunship. Schaut da gerne mal vorbei. Wird euch bestimmt interessieren, wird es euch möglicherweise, aber wird euch bestimmt auch gefallen. Und ja, oh, da klebt es jetzt. Sehr warm. Nächste Woche wird es dann, bin ich mir noch nicht so sicher, was ich reinbringen soll, also wie ich es mit der Zeit schaffe. Es wird entweder der Imperial Hover Tank kommen oder, was ich mir Neues geholt habe, hat nichts mit Star Wars zu tun, aber ich mag Panzer, weil deswegen wird es auch das nächste Woche dann den Imperial Hover Tank geben, aber ich mag Panzer. So massive Bollwerke, weißt du, Maschinen, dann wird es vielleicht dann nächste Woche sogar von, nicht von Lego, sondern von Kobi. Also ich hatte noch nie ein richtiges Modell von einem anderen Hersteller, deswegen wird es auch wirklich, für mich auch was Neues sein, diesmal abseits von Lego was zu bauen. Und ja, deswegen wird es auf jeden Fall diesen Panzer hier geben, Abrams. Wie es mit der Zeit klappen wird, bin ich mir noch nicht so sicher. Überlege ich mir noch. Wenn ich beides schaffe, dann wird beides nächste Woche kommen. Aber wenn ich mehr Zeit habe, dann wird dieser hier kommen, weil da habe ich ein bisschen mehr Recherche vor. Recherche. Und wenn ich aber nicht so viel Zeit finde, dann wird es halt der Imperial Hover Tank sein. Weil ich halt ein kleines Set, ich habe auch schnell behandelt, da gibt es nicht so viele Spielfunktionen. Ja. Das wird, denke ich, passen. Gut. In diesem Sinne schon mal so eine kleine Vorschau, was euch nächste Woche erwarten wird. Und worauf ich mich dann heute Abend freue. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich ein anderes Lego-Modell kaputt gemacht. Egal. Ja. Das auf jeden Fall dazu. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß beim Bauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.